Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, heute ist ein großer Tag. Heute ist Tag der Bibliotheken und deshalb bin ich heute in einer Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität. Die ist ganz neu. Der Direktor steht hier neben mir, Herr Brünzinger. Es ist wieder mal ein Millionenbetrag, der hier investiert wurde. Es wurden Bibliotheken zusammengelegt. Sie haben gesagt, wie viel waren es? 10 Stück an der Zahl? Wir haben 10 Bibliotheken zu einer Bibliothek gemacht. 10 kleine zu einer großen Bibliothek. Jetzt werden ja gerade die jüngeren Zuschauer sagen, warum baut man heute noch Bibliotheken, wo wir uns eigentlich im Zeitalter der E-Book-Reader befinden? Nun ja, also auf der einen Seite werden Bücher schon noch gelesen. Das ist hier eine Bibliothek für die Sprach- und Literaturwissenschaften. Das sind Fächer, die gewohnt sind, mit Büchern, auch mit gedruckten Büchern umzugehen. Die werden noch benötigt. Aber auf der anderen Seite, und das war uns ganz wichtig bei der Planung dieses Gebäudes, haben wir großen Wert gelegt auf viele Arbeitsplätze für Studierenden, aber auch für Wissenschaftler, die hierher kommen zum Arbeiten, aber auch um sich auszutauschen. Wir haben das Gebäude so gebaut, dass wir keinen Büchertempel machen, sondern wir haben Plätze vorgesehen, in denen man sich in Arbeitsgruppen treffen kann. Wir haben kleine Einzelarbeitsplätze, wir haben Gruppenarbeitsräume. Und das spielt heute eine ganz große Rolle. Studenten kommen auf den Campus, um zu lernen, aber auch um sich auszutauschen, um Studieninhalte zu besprechen. Und dafür brauchen wir auch künftig viel Platz. Also so einen großen Lesesaal wie beispielsweise in der Staatsbibliothek gibt es gar nicht mehr. Also wir haben hier nicht einen großen Lesesaal, sondern wir haben das gut verteilt. Wir sagten, wir haben zoniert. Wir haben Wir haben Zonen. Wir haben hier, weil dieses Gebäude ist ja ein historisches Gebäude ursprünglich gewesen, das wir ganz entkernt haben. Aber dieses Gebäude hat so eine Dreiteilung, 2 Ecktürme und einen großen Mittelbereich. In dem großen Mittelbereich stehen überwiegend die Bücher. Mhm. Und ein Eckturm haben wir genommen als Silentium. Dort heißt es Psst. Nicht sprechen. Mhm. Und ein Eckturm haben wir genommen als sogenannten Forumsbereich, haben wir das genannt. Mhm. Dort haben wir auch gar keine fest installierte Tische, sondern Tische, die man verschieben kann, die man neu zuordnen kann. Dort können Studierende kleine Gruppen bilden, größere Gruppen bilden, sich auch austauschen. Und das spielt nach unserer Erfahrung eine große Rolle. Also wir sind praktisch an dem Eckgebäude Schelling-Ludwigstraße, außen wunderbare neue Fassade. Ist es eigentlich, wenn man so ein Gebäude dann dehistorisiert und dann es in modernes Zeitalter überführt, sind Sie auf viele Überraschungen gestoßen oder war es problemlos möglich? Nein, also auf wirklich Überraschungen sind wir nicht gestoßen. Wir haben das Gebäude natürlich vorher gut untersucht. Das war ja schon mal 40 Jahre im Betrieb oder 50 Jahre Teil der Universität. Ganz früher war es die Landesblindenanstalt. Als das ist es gebaut worden von dem berühmten Ludwigstraßenarchitekt Friedrich von Gärtner. Mhm. Aber das ganze Innenleben wurde entkernt. Es gab tatsächlich so ein paar kleinere Überraschungen am Anfang. Man hat festgestellt, in einem Raum waren ganz viele Teddybären und Plüschtiere. Und niemand hat mehr gewusst, wie die dort hingekommen sind. Nein, wie diese Teddybären in einen Abstellraum gekommen sind. Die muss irgendwann mal jemand gesammelt haben. Okay. Aber das waren so. Natürlich gibt es beim Bau immer Dinge, die es dann nicht zu 100% laufen. Normalerweise wäre es klüger, wenn man neu baut, ne? Nun ja, die Fassade ist denkmalgeschützt, das ist auch gut so. Ich sagte gerade, das ist die Gärtnerfassade, die sich in die gesamte Ludwigstraße einfügt. Aber man muss auch sagen, von dem historischen Gebäude stand auch nur die Fassade. Der Rest des Gebäudes stammte aus den 60er Jahren, war auch ein zweckmäßiges, aber nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechendes Gebäude. Mhm. Und das wurde alles entkernt und es wurde nur die Fassade dann übrig gelassen. Kunst am Bau spielt ja auch eine große Rolle, Damen und Herren. Aber die Kunst am Bau besteht hier, Herr Direktor, aus Worten. Aber verstehen Sie, das schaut so aus wie ein Mobile. Was ist das? Also das war die Idee, dass die Kunst am Bau hier wirklich auch einen Sinn gibt und dass sie zu den Fächern hier passt. Wir haben 2 Dinge gemacht. Im Treppenhaus haben wir für die Sprachwissenschaften sogenannte Grammatikkonstruktionen hier an die Wand projiziert. Das ist auf der einen Seite Kunst, aber auf der anderen Seite gibt es wirklich Sinn. Hier wird dieser Satz, Sie übernachten auf der Startbahn, zergliedert hier, was das Subjekt ist, was hier eine Subjektgruppe ist, eine Nominalgruppe, wird dann einzeln unterteilt. Das sind diese Satzbäume, die wir hier als grafisches Element im Treppenhaus angebracht haben.
Und dann gibt es noch etwas auf den Glasflächen, weil so Glasflächen muss man ja auch mit einem Durchlaufschutz versehen, damit niemand durch das Glas durchgeht. Ach, Durchlaufschutz gibt es nicht nur für Vögel, sondern auch für Menschen. Gibt es für Menschen, ja, das ist ziemlich wichtig, weil manchmal übersieht jemand das Glas und das wäre dann nicht so sehr gut. Wenn man gute Putzfrauen hat. Ja, ja, genau, das hat man nicht immer, aber meistens dann doch. Und auf diesen Gläsern sind Zitate aus der Weltliteratur angebracht. Hier im Treppenhaus ist es durchlaufend die Odyssee im griechischen Originaltext. Das muss man natürlich dann lesen können. Also wenn man hier drauf schaut, also sieht man, genau, das kann man sehen. Zeus kann man hier, Zeus kann man lesen. Hier unten ist Odysseus. Was ist hier? Mit O? Das ist, ja, ja. Ah, das, ja, ist Y, der Fetzer. Ja, ja, genau, da geht es dann. Und da gibt es auch Leute, die das lesen können. Ja, das können natürlich alle lesen, die Griechisch gelernt haben. Das müssen alle Altphilologen lernen, die Theologen lernen das natürlich auch. Aber es gibt hier auch noch andere Zitate, nicht nur griechische Zitate. Sie finden auch Thomas Mann Zitate hier, aus aller Shakespeare Zitate. Und das war die Idee gewesen, dass wir aus der ganzen Bandbreite der Weltliteratur einzelne Zitate an den Scheiben anbringen. Es gibt sehr viel Glas hier im Gebäude. Haben die ausgesucht? Das haben wir gemeinsam mit der Fakultät ausgesucht. Wir haben den Fachvertretern gesagt, sagt uns mal, was ist für euch das wichtigste Zitat aus eurem Fach? Und dann gab es eine ganze Kommission und dann haben wir auch darauf geschaut, dass es auch richtig dann ist. Das ist ja in unterschiedlichen Sprachen. Und wenn Sie Shakespeare haben, dann ist es ja nicht zeitgenössisches Englisch, sondern alte, oder nicht Altenglisch, aber entsprechendes Shakespeare-Englisch. Und das haben die Fachvertreter gemacht. Okay. Dann jetzt gehen wir ein bisschen weiter, weil wir Ihnen, habe ich vorher schon gesagt, ein paar Bücher zeigen. Was ist jetzt dieser Bereich? Das ist so eine Zone, wo sich dann genau in Gruppenarbeit... Genau, das ist der Forumsbereich hier. Und da sehen Sie, hier sind die Tische einzeln reingestellt. Die kann man also auch, vielleicht gehen wir nachher noch rein, die kann man auch anheben. Das dürfen auch die Studierenden, die dürfen die Tische auch neu gruppieren, können sagen, wir wollen jetzt eine Vierergruppe machen oder eine Achtergruppe oder eine Zwölfergruppe machen. All das ist hier erlaubt. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder im Philologikum, neue Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität. Herr Direktor, ich staune echt, weil also hier steht Asterix und Obelix. Ist das Literatur? Auch das ist Literatur. Heute redet man ja nicht mehr von Asterix und Obelix oder von Comics, sondern von Graphic Novels. Und das ist eine eigene Literaturgattung. Ja. Und die haben wir hier auch untergebracht. Wir haben hier in diesem Lounge-Bereich, wie wir ihn nennen, Literatur, die vielleicht auch ein bisschen leichter zu lesen ist, wie so etwas. Wir haben hier untergebracht DVDs, Filme, die man sich ansehen kann. Wir haben Zeitschriften hier. Und wenn wir noch ein Stück weitergehen, dann haben wir die Werkausgaben. Immer mehr. Wirklich wichtigen Klassiker in ganzer Werkausgabe. Das werden wir auch noch weiter ausbauen hier. Was Klassiker, so Goethe, Schiller, Heine. Gehen wir mal vielleicht gerade dorthin, dann können wir uns das zeigen. Da hat es noch ein bisschen leere Regale. Wir haben die Bibliothek ja gerade vor 3 Wochen eröffnet. Da kauften wir auch noch extra etwas dafür, weil wir wollen hier den Studierenden die Möglichkeit geben, einfach gehen wir mal vielleicht ans Regal, dann können wir uns mal anschauen, was jetzt hier drin steht. Also Sie sehen, das sind jetzt natürlich die französischen Klassiker, wenn wir jetzt hier weitergehen. Ja, wie viele verschiedene Sprachen haben Sie denn hier? Französisch wahrscheinlich, Englisch? Also wir haben eigentlich alle europäische Sprachen hier. Das ist natürlich, die großen Sprachen sind Französisch, Englisch. Italienisch, ne? Genau, Deutsch natürlich, dann die skandinavische Sprachen. Aber die romanische Sprachen teilen sich ja noch weiter auf. Also zum Beispiel Rumänisch ist ja auch eine romanische Sprache. Ja. Die slawischen Sprachen dürfen wir nicht vergessen, das ist ja noch eine eigene Sprachfamilie. Dann gibt es noch so Besonderheiten wie Albanisch und sowas ist auch noch irgendwie... Das Land des Kapitals. Ja. Ja, haben Sie so ein Ehrgeiz beispielsweise? So von Cervantes eine Originalausgabe von Don Quixote hier im Haus zu haben. Die müsste schon hier sein. Die müsste hier sein. Die müsste hier sein. Ob wir sie jetzt finden sofort, das weiß ich nicht, aber die müsste hier sein. Aber jetzt verstehe mal, wie das ist. Man muss also wirklich dann mal hergeben und einem Studierenden sowas in die Hand geben, dass er sieht, wie das auch vom Buch hier aufgemacht worden ist, wie es gedruckt wurde, wie die
der Satz ist, oder? Gehört das auch dazu? Ja, das gehört auch noch mit dazu. Es ist natürlich so, dass wir hier nicht alles im Freihand aufstellen konnten. Ja. Wir haben einen Bestand von etwa 420.000 Bände. Ein Teil. 420.000? Etwa 420.000 Bände. Aber ein Teil der Literatur haben wir auch in Magazine gepackt, außerhalb von diesem Gebäude, weil wir haben viel mehr wie diese 420.000 Bände. Aber wir wollten auch noch ein bisschen Platz lassen, dass zum Beispiel Studierende hier sich großzügig niederlassen können, dass wir hier sogenannte Loungezonen haben, in die man sich auch mal ein bisschen bequemer hinsitzen kann, dass wir nicht alles nur mit Regalen, so wie das früher war, ganz eng gestellt haben. In alten Bibliotheken, da hätte man nie so bequeme Sessel gehabt, verstehen Sie? Und wir haben gesagt, wir brauchen ganz unterschiedliche Arbeitsplätze. Wir haben natürlich auch solche Plätze, die rechts und links begrenzt sind, wo man nur am Schreibtisch sitzt. Aber wir haben auch diese Sessel. Wir haben auch noch ganz andere Sessel, die man sich so richtig reinfläzen kann. Dann haben wir dieses Sofa unten, in denen auch größere Gruppen sitzen können. Das einzig Stete ist der Wandel. Jetzt, bevor wir uns den anderen interessanten Dingen zuwenden, noch eine Frage, die ich mit meinem Kameramann bei der Herfahrt diskutiert habe. Philologikum. Philo ist griechisch, heißt die Liebe, der Hang zu etwas. Logikum ist die Rede, das Wort. Warum nennen es dann Ihr Haus nicht Philologikon, sondern Philologikum? Warum mischt Sie denn hier so klug das Lateinische mit dem Griechischen? Naja, das ist wie bei manchen solchen Fremdwörtern, dass man dann zum Schluss eine lateinische Endung anbringt. Also. Das gibt es ja doch öfters, dass man von Symposium redet und nicht Symposion. Und das hat sich eingeprägt in den meisten Universitäten, dass man diese Gebäude nach ihrem Fach, aber dann mit der lateinischen Endung cum benennt. Wir haben hier auch ein Historikum. Und dann ist nachgebildetes Philologikum und ein Juridikum, das haben wir nicht wirklich hier, das gibt es aber an anderen Orten, das hat sich so eingebürgert. Aber es ist richtig, das ist lateinisch und griechisch miteinander gemixt. Weil dieser arme Mensch hinter der Kamera hat gemeint, das hat was mit Söhnen zu tun. Philius, verstehen Sie das? Nein. Nein, Logos ist das Wort und Philos die Liebe dazu. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.